Ja, herzlich willkommen zum heutigen Kanban-Webinar. Es freut mich sehr, dass Sie sich so zahlreich eingeloggt haben für zu unserem Webinar. Wir möchten so in den nächsten 30 bis 40 Minuten eine Einführung geben ins Thema. Wir zeigen, was die Prinzipien hinter dran sind und wie man die auch ein bisschen praktisch eigentlich Kanban kann einsetzen und ein paar Tipps geben. Am Schluss werden wir noch ein bisschen aufzeigen, wie kann man den Kanban einführen in ein Team und aufzeigen, wie das kann ablaufen. Vielleicht bevor wir starten, noch ein paar Informationen zu uns. Ich bin heute nicht allein da im Webinar, sondern mit meinem Kollegen Maurus Hodl. Maurus, bist du auch dabei? Genau, ich bin auch dabei. Grüezi miteinander. Wir kommen da ein bisschen später noch zu hören über. Wunderbar, merci vielmals. Ich werde zuerst kurz eine Einführung machen. Der Maurus wird nachher auf die praktischen Tipps eingehen. Bevor wir starten, vielleicht mal ein Hinweis, wenn es Fragen gibt. Jetzt, während dem Webinar können Sie die gerne in den Chat hineinschreiben. Wir würden am Schluss nachher auf die eingehen, am Schluss eine Fragerunde machen und das eine oder das andere noch miteinander können anschauen können. Ja, Kanban. Was ist Kanban überhaupt? Und viele sind wahrscheinlich, wenn Sie an Kanban denken, irgend so ein Bild vor sich, irgendwie so ein Kanban-Board, wo man in Organisationen drinnen sieht, mit irgendwelchen farbigen Zetteln an der Wand, die vollgeschrieben sind. Und das ist eigentlich eine Ausprägung von Kanban, wie man das in Praxis häufig so, der visuelle Teil, wo man sieht. Und wir möchten heute jetzt darauf eingehen, ja, für was stehen die Zettel überhaupt, was versteckt sich dahinter und wie macht man das überhaupt? Das ist noch ein bisschen mehr als eben nur Zetteln an der Wand. Der Ursprung von Kanban kommt eigentlich aus Japan. Der Taichi Ono hat so in den 50er, 60er Jahren bei Toyota das Toyota Production System entwickelt und hat dort die Grundsätze von Kanban eigentlich entwickelt und eingeführt. Das wesentliche Element dort drin sind Pull-System. Was das ist, gehen wir noch kurz darauf ein. Kontinuierlicher Arbeitsfluss und kontinuierliche Verbesserung, das sind so wesentliche Elemente von Kanban, die sich eigentlich bis heute immer noch widerspiegeln. Aber grundsätzlich der Ursprung eigentlich in der Produktion, also im Fabrikationsbetrieb. Und das, was wir heute miteinander anschauen, ist nicht unbedingt das Kanban, sondern wir wollen schauen, wie kann man Kanban in Wissensarbeit einsetzen. Also im Bürobetrieb, in Dienstleistungsorganisationen. Und das hat nicht unmittelbar mehr mit dem Konzept von Taichi Ono zu tun, sondern es hat sich ziemlich weiterentwickelt und neu entwickelt. Und der Ursprung liegt eigentlich, hat der David J. Anderson gelegt. Und zwar ist er ein Mitarbeiter gewesen bei Microsoft und hat in Indien das Entwicklungsteam geleitet. Und er hat nach Ansätzen gesucht, eigentlich wie sie sich im Team können verbessern können. Und hat eigentlich da das Kanban in der IT oder in der Wissensarbeit entwickelt und das im Jahr 2007 zum ersten Mal so an der Konferenz präsentiert. Und was das alles so beinhaltet, das ist in dem Sinn eigentlich noch so eine recht junge Disziplin. Jetzt so im Dienstleistungsumfeld. Und wir werden jetzt darauf eingehen, was das eigentlich so auf sich hat, was das bedeutet. In seinem Untertitel Kanban, oder hat er geschrieben, evolutionäre Veränderung, so als Kernelement. Und das ist eigentlich das, was Kanban ausmacht. Es geht also nicht darum, einfach nur Zettel an die Wand zu hängen, sondern es geht darum, sich ständig zu verändern und zu optimieren. Und so kontinuierlich können weiterzuentwickeln. Ja, was ist das mit der Veränderung? Was hat das mit der Veränderung überhaupt auf sich? Oder wie läuft klassischerweise Veränderung ab? Also so ein klassischer Change. Ein klassisches Veränderungsprojekt funktioniert so: Man ist in einem Ist-Zustand, man hat irgendwelche Prozesse, man hat irgendwelche Strukturen, man hat irgendwelche Tools oder auch entsprechende Kultur. Und man hat das Bedürfnis, dass man sich verändert, irgendwie verbessert. Dass man irgendwie in einen besseren Zustand hineinkommen, so in einen zukünftigen, so einen Future State. Und überlegt sich dann, was könnte man jetzt alles besser machen. Also, man macht ja so eine Vision von einem besseren Zustand, was da alles wird
beinhalten, oder? Und malt sich dann aus, wie werden wir eigentlich in Zukunft arbeiten, mit welchen neuen Prozessen, mit welchen neuen Strukturen, Tools etc. Und macht ich das dann in der Rahmen von einem Projekt, macht man so einen Shift, so ein Change-Projekt und versucht eigentlich den vom bestehenden Zustand in zukünftigen Zustand zu gelangen. Also so einen projektorientierten Ansatz. Ist häufig schwierig. Vielleicht alle, die schon mal in Veränderungsprojekten sind, drin waren, kann sagen, vielleicht hat schon gut funktioniert, hat aber gewisse Risiken, dass es nicht funktioniert oder dass man nicht alles kann erreichen kann, was jetzt in diesem zukünftigen optimalen Ist-Zustand ist. Also man hat nicht genau das erreicht, wo dann alles perfekt und besser ist, oder? Was man kann sagen, so klassische Veränderungsprojekte funktionieren recht gut, zum Beispiel so bei Einführung von neuen Software-Tools, also im Rollout ist das etwas sehr ein gutes Mittel, das kann man gut planen, das kann man gut einführen, aber wenn es um Organisationsentwicklung geht und eine Organisation, ein Team ständig weiterzuentwickeln, ist das recht ein schwieriger Ansatz, der häufig nicht genau das erreicht, was man eigentlich will. Und Kanban hat einen anderen Ansatz. Kanban sagt ehrlich, wir wollen uns nicht in einem grossen Projekt verändern, sondern wir wollen uns kontinuierlich in kleinen Schritten immer wieder verändern und verbessern. Also Kanban geht nicht davon aus, dass es der ideale Sollzustand gibt, wo nachher alles perfekt ist, sondern Kanban sagt eigentlich, wir starten dort, wo wir sind, und wir gehen Schritt für Schritt immer wieder ein bisschen verbessern und unsere Organisation immer wieder ein bisschen anpassen. Das ist so der Grundgedanke von Kanban. Also es ist ein Veränderungsprozess, ein Verbesserungsprozess, der kontinuierlich soll laufen. Wir reden häufig aus dem Japanischen so von einer sogenannten Kaizen-Kultur, wo man anstrebt. Also das ist ein langfristiges Konzept eigentlich, für sich in kleinen Schritten zu verbessern. Ich glaube, häufig vielleicht auch so im Zusammenhang so mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen oder so, redet man häufig auf dem Kaizen-Ansatz. Aber es ist auch der Kanban-Mindset, der dort dahinter liegt. Ja, Kanban ist in dem Sinne ein adaptives System, also ein System eigentlich, wo man einem Team zur Verfügung stellt, dass sich Menschen im Team können verbessern und selbstständig können verbessern und ihren eigenen Weg können gehen, für die Verbesserungen zu finden. Ja, wir kennen das. Wir sind in unserem Arbeitsalltag häufig so im Hamsterrad drin, oder? Wir schaffen eine Aufgabe nach der anderen ab. Merken gar nicht so richtig, was um uns herum passiert, oder? Wir sind sehr stark eingespannt. Und Kanban hat ja auch die Idee, dass man halt zwischendurch noch rausstehen kann. Schauen, was machen wir? Welche Verbesserung könnte ich jetzt ehrlich anbringen, dass es mir das im Arbeitsalltag eigentlich ein bisschen leichter gibt? Also, es soll eigentlich auch dazu beitragen, dass man weniger Stress hat, dass man sich angenehmer ist beim Arbeiten, aber halt auch gleichzeitig eine Produktivität hat und eine möglichst die Produktivität natürlich, oder die Effizienz auch kann steigern. Ja, Kanban hat grundsätzlich hinter dran sind 3 Prinzipien und 5 Praktiken oder 5 Basispraktiken. Manchmal werden auch 7 aufgezeigt. Wir schauen mal die 5 an. Und werden hier dann kurz miteinander anschauen, was es nachher so in Praxis bedeutet. Also Kanban-Prinzipien, die 3, oder? Ist eigentlich so, dass Kanban hat eigentlich gesehen keinen Prozess vor. Also man hat nicht irgendwie einen Prozess vorgegeben, wo man sagt, wenn du Kanban betreibst, musst du genau so vorgehen, sondern man startet eigentlich genau dort, wo man heute ist, so wie man es heute macht. Also wir starten mit diesen Prozessen, die jetzt eigentlich schon in der Organisation eingeführt sind. Was Kanban auch nicht kennt, sind spezielle Rollen. Also es gibt kein Kanban Master oder kein Kanban Owner oder Kanban Guru oder irgend so etwas, sondern die Funktionen und Stellen und Jobtitel, die es heute in der Organisation hat, die werden respektiert und mit denen starten wir auch und respektive fahren wir auch weiter. Und das dritte Prinzip, oder hier als zweites aufgeführt, ist eigentlich das Commitment, eigentlich auch hinter dran liegt, zur inkrementellen, evolutionären Veränderung. Also das Team, das Kanban einführt, muss sich eigentlich dazu committen, dass es ständig verbessern will. Kaizen-Ansatz, haben wir das vorhin gesehen. Das ist so eine Grundlage. Es sind die 3 Grundprinzipien, die hinter Kanban liegen. Und jetzt gibt es dazu 5 Praktiken, wie man jetzt Kanban oder die Prinzipien eigentlich kann umsetzen im Arbeitsalltag. Und auf die werde ich kurz eingehen und die kurz erläutern. Die erste Praktik ist, mach Arbeit sichtbar.
Und wir kennen das, wir als Wissensarbeiter haben häufig Schwierigkeiten, das ist das, was man nicht machen, nicht unmittelbar sieht. Also wenn ich, im Gegensatz, wenn ich in einem Fabrikationsbetrieb sehe, wo irgendwelche Maschinen hergestellt werden oder ein Auto oder irgend so etwas, dann kann ich in die Fabrikationshalle reinlaufen und ich sehe da, was das irgendwie bewegt, Teile vom Förderband weitergegeben werden, Roboter, irgendetwas zusammensetzen etc. Also ich sehe die Arbeit. Und zum Beispiel, wenn eine Maschine kaputt geht, wenn die brennt oder irgend so etwas, dann sehe ich unmittelbar das Problem. Oder die Maschine brennt, es fängt an zu stauen und ich weiss genau jetzt, was ich machen muss, wie ich meinen Prozess wieder zum Laufen bringen. Und in der Wissensarbeit ist das nicht so einfach, oder? Wenn man in ein Büro reinläuft, oder, wo viele Leute am Arbeiten sind, dann sieht man meistens nur, dass die an ihrem Computer hocken, arbeiten, konzentriert. Aber ich sehe gerade den Leuten nicht unmittelbar angesehen, was sie jetzt gerade machen, welche Aufgaben sie erledigen oder ob es Probleme gibt. Oder? Probleme gibt es ja immer wieder, zum Beispiel in dem, dass irgendwie sie gestört wird in meinem Arbeitsablauf etc. Und das sehe ich eigentlich nicht. Und ein Prinzip von Kanban ist, wir versuchen auch die Wissensarbeit sichtbar und transparent zu machen. Sehen wir dann, wie man das machen kann. Ein weiteres Element oder eine Praktik ist, limitiere den WIP. WIP steht für Work in Progress, also die Anzahl parallel laufende Arbeiten, also Arbeiten, die ich parallel eigentlich bearbeite. Und im Kanban probiert man die eigentlich zu kontrollieren oder auch zu reduzieren, respektive klar zu limitieren. Das heisst, man versucht eigentlich nicht immer neue Arbeiten anzufangen und die parallel zu bearbeiten, sondern man versucht möglichst Arbeiten abzuschließen. So ein Slogan von Kanban lautet, start finishing, stop starting oder umgekehrt. So in einer Art, oder man probiert wirklich, Arbeiten fertig zu machen. Und man geht davon aus, dass wenn eine Arbeit, die fertig ist, ist mehr wert als 10 Arbeiten, die ich angefangen habe. Und nur Arbeit, die fertig ist, ist eigentlich eine Wertschöpfung, keinen Nutzen gegenüber dem Kunden oder meinen Kollegen. Darum probieren wir das eigentlich zu limitieren. Eine weitere Praktik ist, manage den Flow. Und zwar will man eigentlich einen kontinuierlichen Arbeitsfluss in meinen Prozessen haben. Also man kann sich das vorstellen, wie in der Fabrik Förderband, wo man irgendwelche Teile immer durch die Fabrik durchfließen, dass ich eine möglichst optimale Auslastung habe, möchte ich das eigentlich auch in Wissensarbeit haben. Ich möchte sicherstellen, dass meine Arbeiten immer regelmäßig eigentlich von fließen durch meine Prozesse durch, die ich gerade mache. Und das ist häufig gar nicht so einfach, das zu garantieren, sondern wir haben immer wieder Probleme, die auftreten, zum Beispiel Terminverschiebungen, oder irgendwie mir wieder das Telefon abgelenkt, oder ich komme eine Information nicht über, die ich brauche in meinem Arbeitsalltag, oder ich habe externe Faktoren, wie geht es gerade ganz aktuell, Coronavirus, wo irgendetwas passiert, was Einfluss hat auf meine Arbeit. Und ich probiere kontinuierlich mit diesen Problemen umzugehen und die so zu managen, dass ich uns eliminiere, wenn es geht, wegzuräumen, damit ich möglichst einen kontinuierlichen Flow in meiner Arbeit habe. Dann eine weitere Praktik ist, Prozessregeln sichtbar machen. Im Kanban geht man davon aus, dass ein Prozess, dass der gut funktioniert, dass der gewisse Regeln braucht, dass es ein Regelset hat, dass ich meine Arbeit gut kann gestalten kann. Und das macht man im Kanban auch aus. Man macht die Prozessregeln transparent, man tut die im Team vereinbaren und hält sich nachher dran. Das ist häufig gar nicht so einfach, oder? Wenn Sie sich vorstellen, so im Vergleich wie mit dem Strassenverkehr. Auf einer Landstrasse darf ich 80 fahren, oder? Und bei alle 80 fahren, funktioniert das gut, oder? Aber wenn einer 120, 140 oder andere fahren nur 40 oder 50 fahren, alle quer durcheinander, dann geht das auf der Straße relativ schnell ein Durcheinander. Und im Strassenverkehr habe ich jetzt jemanden, der die Regeln einhaltet, wenn ich mich nämlich falsch verhalte, kommt die Polizei und büßt mich und stellt sicher, dass die Regeln im Straßenverkehr eingehalten werden und der Verkehr funktioniert. Im Arbeitsalltag, im Team, habe ich das häufig nicht. Die Regel haben wir nicht den Polizist, oder, der nebenan steht und jeder, der irgendwo abweicht von der Regel auf die Finger klopft. Oder? Manchmal habe ich einen Chef, der das mehr oder weniger macht, aber so in der Regel ist das nicht eine ausgeprägte Funktion, die wir in unseren Teams integriert haben. Und darum häufig auch recht anspruchsvolle Praktik, eigentlich, die viel Selbstdisziplin erfordert, dass man das auch machen kann.
Und der dritte Punkt, da geht jetzt so ein bisschen den KVP-Ansatz, also Verbesserung, kleinen Schritt, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, regelmäßig raussteht und eigentlich gemeinsam Verbesserungen sucht, Verbesserungen einführt und das eigentlich auch in das tägliche Arbeiten integriert, dass es so gemacht wird. Ja, das ist eigentlich Kanban. Also wir haben drei Prinzipien, wir haben fünf Praktiken und das ist es eigentlich. Und jetzt hätten wir aber ein bisschen zeigen, ja, wie kann man das jetzt einführen, welche Hilfsmittel kann ich jetzt dazu nehmen und wie wird das, was sind so die Best Practices, wie man das machen kann. Und dazu, Maurus, würde ich dir übergeben, du hast ein paar Sachen vorbereitet, für das aufzeigen, was so, wie man das so in Praxis macht. Genau. Ich begrüße Sie auch nochmal zu dem Webinar und ich würde jetzt genauso fortschreiten, wie das der Andi Neff gesagt hat. Ich würde jetzt einzeln auf einige von diesen Praktiken eingehen. Und zwar starten würde ich mit der Praktik Arbeit sichtbar machen. Arbeit sichtbar machen bedeutet im Kanban viel, dass man ein Board zur Verfügung hat. Das haben sicher auch einige von euch schon mal gesehen. Wir haben da so ein kleines Board anskizziert. Was man häufig sieht, sind die einzelnen Spalten. Häufig startet so ein Board mit einer Spalte To-Do oder vielleicht kennen Sie den Begriff Backlog, der bei Ihnen mehr etabliert ist. Dann haben wir hier da simuliert einen gewissen Arbeitsschritt mit A, B und C. Und zum Schluss haben wir häufig dann noch Spalten, wo dann erledigt heisst. Und das Board, genau, das ist das, was wir sehen. Wir haben die einzelnen Arbeitsschritte. Und dann, was wir dazu haben, ist anskizziert, sind die Tasks in Form von Tickets, das sind die Kanban-Kärtchen. Wenn ich jetzt hier eine Folie weiterklicke, würde ich gerne auf die Arbeitsschritte mal ein bisschen genauer eingehen. Wir sehen jetzt hier ein Beispiel von einer klassischen IT-Entwicklungsorganisation, wo wir den Prozess sichtbar haben. Entschuldigen Sie, jetzt sehen Sie die Folie. Wo wir den Prozess sichtbar haben mit der Analyse, Entwicklung und Testen. Jetzt, der Prozess, das ist etwas, was sehr individuell pro Team ist. Ich sage bewusst pro Team und nicht pro Organisation, sondern da muss sich ein Team eigentlich committen und sagen, das ist unser Prozess, das ist so, wie wir jetzt arbeiten, also der Ist-Zustand und nicht so, wie wir wetten zu arbeiten, der Soll-Zustand. Ein anderes Beispiel könnte es vielleicht sein, wenn wir jetzt im Bereich vom Marketing unterwegs ist, als der Prozess da vielleicht aussieht, mit Themen wie oder Arbeitsschnitt wie Konzeption, Review, Freigabe, Publishing. Es gibt aber auch andere Ansätze, die viel simpler sind, bei einer tieferen Komplexität, wo man in den Arbeitsschritt zum Beispiel in den Prozent arbeiten, von 0 bis 100%. Oder der ganz simple Ansatz, dass man einfach sagt, man hat Arbeit, die gestartet ist, also in Work, und die erledigt ist. Da geht es wirklich darum, dass man sich einfach wiederfindet, das Team, und dass man den Zustand abbilden kann, so wie man auch arbeitet. Das, was man auch noch sichtbar machen auf so einem Board, sind die Bereiche, die Sie jetzt eingefärbt haben. Auf der rechten Seite haben wir mal blockierte Arbeit. Blockierte Arbeit macht man häufig sichtbar, auch visuell. Man sieht jetzt hier ist so ein roter Sticker dran. Jetzt ist das so, im Alltag hat man Arbeit, die blockiert ist. Das können Faktoren von extern sein oder intern. Das können zum Beispiel technische Geräte sein, die nicht zur Verfügung stehen. Oder man ist eventuell abhängig von einem Lieferant. Oder man braucht Informationen von einem anderen Team intern. Genau, und was man auch noch sichtbar macht, ist häufig die fertige Arbeit. Das ist in dem Beispiel jetzt in Form von diesen grünen Sticker. Und was für die fertige Arbeit noch sehr ein bewährtes Mittel ist in der Kanban-Methodik, ist eigentlich, dass man dann die einzelnen Arbeitsschritte zweiteilen. Wir sehen das jetzt im Beispiel von der Spalte vom Arbeitsschritt Analyse, dass wir die zweiteilt haben in Arbeit und fertig. Und ich zeige Ihnen das, weil da sehen wir ein Kanban-Kernelement, das sehr wichtig ist. Und zwar ist das jetzt anhand von der fertigen Arbeit. Man sieht, die fertige Arbeit, die bleibt in der Analyse stehen. Und man schiebt die nicht einfach in die Entwicklung weiter. Das ist das, was der Andi Neff vorher mal angetönt hat. Das ist ein Kernelement. Wir arbeiten in der Kanban-Methodik gemäss dem Pull-System.
Die nächste Folie würde Ihnen das mal ein bisschen deutlicher aufzeigen. Wir haben hier die zwei Systeme mal visualisiert. Sie sehen im oberen Bereich von der Folie das Push-System. Wir haben hier einen Berg voll Arbeit. Früher haben wir halt das vielleicht noch auf dem Tisch so gestapelt und so ein Big Papier neben sich gehabt. Heute ist das halt vielleicht eher ein Computer. Wir haben eine Mailbox, wir haben hier noch eine Taskliste und dort noch eine Excel-Liste. Und wir tun halt die Schritt für Schritt abarbeiten und sobald man die Arbeit gemacht hat, schiebt man sie weiter in den nächsten Arbeitsschritt. Das ist so, wie häufig geschafft wird. Also wir, sobald die Arbeit erledigt ist, pusht man sie weiter in den nächsten Arbeitsschritt. Jetzt, das ist nicht die Idee von Kanban. Im Kanban schaffen wir noch ein Pool-System. Und das Pool-System bietet idealerweise schon die Aufgabe, die man hat. Und das ist vielleicht an dieser Stelle gerade zu sagen. Die Aufgaben bleiben gleich viel, auch wenn man nach Kanban arbeitet. Aber wir arbeiten nach einem anderen System. Man hat die Aufgabe idealerweise schon priorisiert vor sich. Man sieht das hier farblich eingefärbt mit den dunkelroten, grauen und gelben Aufgaben. Aber der nächste Arbeitsschritt holt sich die Aufgabe, die entsprechend priorisiert ist. Und das ist so ein bisschen der Hauptunterschied. Vielleicht, wenn ich nochmal zurückgehe, wenn wir jetzt da das Board haben, sehen wir in der Entwicklung. Wenn die Entwicklung ready ist, holt sie sich die nächste Aufgabe in der Analyse. Genau, und was wir auch noch visualisieren, wir haben das jetzt Haskins hier gesehen auf dem Board, sind die Tickets. Auf diesen Tickets, die sind nicht standardisiert. Daten, die man häufig erfassen, ist, wenn man mit einem Task startet, wenn er fertig gemacht wird, gibt es allfällige Deadlines. Wir tun kurz beschreiben, was in dem Task abgearbeitet wird oder allfällige Referenzen in Umsystemen, wie vielleicht in ein Ticketsystem, wo man digital noch hat. Man sagt, wer das Ticket erstellt hat, dass man allfällig kann rückfragen. Und was man häufig noch macht, man tut an Bord visualisieren, wer vom Team aus das Ticket tut bearbeiten. Wir machen das häufig noch mit so Avataren, wo es noch so ein bisschen einen spielerischen Ansatz in das ganze System hineinbringt. Genau. Dann würde ich auch schon weitergehen zu der nächsten Praktik. Das ist das, was der Andi auch schon angesagt hat, sind die VIP-Limits. Und zwar bei diesen VIP-Limits möchte ich Ihnen mal zeigen, um was da eigentlich geht oder wie als wir das auch visualisieren. Sie sehen jetzt nochmal so ein Board, was Sie vorher auch schon gesehen haben, mit dem kleinen Unterschied, dass wir oberhalb von den einzelnen Arbeitsschritten so eingekreiste Zahlen haben. Und in diesen eingekreisten Zahlen tun wir üblicherweise die VIP-Limits angeben. Das heisst, das bedeutet nichts anderes, das ist relativ simpel, als jetzt zum Beispiel in der Arbeitsschritt A haben wir das VIP-Limit 2. Das heisst, es sollten nur 2 angefangene Arbeiten vorhanden sein. Sprich, dazu noch konkretisieren, es sind nicht nur angefangene, sondern auch fertige Arbeiten. Sprich, nur 2 von diesen Kanban-Karten sollen im Arbeitsschritt A hängen. Wegen dem sehen wir jetzt auch das dritte. Das ist jetzt eigentlich ein Verstoß gegen das Kanban-Board, so wie man es aufgesetzt hat. Ist so mit roter Farbe unterstrichen. Jetzt ist die Frage, was bringen die VIP-Limits? Über das würde ich an der Folie weitergehen. Versuche das Ihnen jetzt mal zu erklären anhand von dem Diagramm. Also das VIP-Limit haben wir gesagt, das sind die angefangenen Arbeiten, die wir haben im Team. Pro Arbeitsschritt, Work in Progress. Und Kanban sagt eigentlich nichts anderes als umso mehr Arbeit, als man parallel am Abarbeiten ist, also umso höher das VIP-Limit ist, umso länger geht es, bis man einen Task abgearbeitet hat. Das heisst, umso länger geht es, wenn ein Task aufs Kanban-Board kommt, von Start der Arbeitsschritt an, bis es am Schluss durchgegangen ist. In anderen Worten formuliert, heisst das nichts anderes, als wenn man in einem Team möglichst schnell und effizient Tasks abarbeiten will, schafft man gemäss Kanban am möglichst wenige Tasks parallel. Genau. Und die VIP-Limits, die haben noch den einen oder anderen Nebeneffekt. Das eine ist, VIP-Limits machen Probleme sichtbar. Also wir sehen jetzt, wir haben zum Beispiel hier im Arbeitsschritt Entwicklung 2 Tasks, die Probleme geben, mit einem roten Sticker markiert.
Und gemäss diesen Regeln darf man jetzt keine weiteren Tasks mit reinnehmen. Das bedeutet, die Leute, die im Arbeitsschritt Entwicklung arbeiten, müssen sich jetzt überlegen, wie bringe ich die Tasks zu Boden, wie kann ich die abarbeiten, dass es weitergeht. Ein anderer Nebeneffekt ist noch, dass die WIP-Limits auch Engpässe sichtbar machen. Wir haben jetzt so das Beispiel Arbeitsschritt-Tests, wo nur ein Task pro Mal abgearbeitet wird. Sie fragen sich jetzt, wieso vielleicht nur einer, aber das ist, oder das gibt es halt im Alltag, dass man beschränkte Ressourcen hat und vielleicht gerade für spezielle Arbeitstätigkeiten das nicht alle können ausführen. Und durch das Visualisieren wird man dieser Bedeutung, das kommt man zu sehen über. Und man kann sich dann auch überlegen, wie kann man das bekämpfen, beziehungsweise wie kann man weitermachen. Macht es vielleicht Sinn, als man anders ein Know-how anderweitig aufbaut oder wie als man als Team will funktionieren. Genau, dann hier mit so einer weiteren Praktik, das wäre Managed and Flow. Und für das bietet Kanban ein ziemlich simples Werkzeug. Und zwar arbeitet man hier viel mit einem Daily Stand-up. Das können Sie vielleicht auch von anderen Arbeitsmethodiken, wo man halt im Team zusammensteht und bespricht, was Sache ist. In Kanban wird das so gehandhabt, dass das üblicherweise sehr ein kurzes Meeting ist. Wir reden hier von häufig maximal 10 Minuten bis eine Viertelstunde, wo man im Team miteinander bespricht, dass man den Flow aufrechterhalten kann. Sprich, dass man schaut, dass der Prozess durchgeht, dass man allfällige Probleme bespricht. Aber wichtig, in dem Meeting werden nicht Probleme gelöst, sondern in dem Meeting tut man nur miteinander reden, wie als man die Probleme im Anschluss kann lösen kann und so setupen, dass man den Flow aufrechterhalten kann. Dann würde ich noch zu der letzten Praktik gehen. Und zwar, das wäre die gemeinschaftliche Verbesserungen. Der Andi Neff hat es bereits angetönt. Bei Kanban versuchen wir uns evolutionär zu verbessern. Das heisst, Schritt für Schritt, wenn wir im Team besser werden. Und Kanban bietet da das Werkzeug von der Retrospektive. Häufig wird das so gehandhabt, dass man im Team zusammensitzt. Man nutzt auch Gefäße, die man bereits hat. Vielleicht ein halbfälliges Team-Meeting. Und dann reden wir darüber, wie funktioniert das, wie läuft das mit unserer Kanban-Methodik, was läuft gut, was läuft vielleicht schlecht, wo haben wir Probleme. Und so versucht man sich Schritt für Schritt im Team zu verbessern, dass man effizienter miteinander arbeiten kann. Häufig macht man das am Anfang einfach im Team intern. Und wenn man dann merkt, dass das immer besser läuft, dass man sich auch gut kann verhalten mit dieser Kanban-Methodik, geht man häufig dann auch noch über Teamgrenzen raus und tut auch Schnittstellen zu anderen Teams, also die anderen Stakeholders analysieren. Genau. Jetzt habe ich einiges erzählt zu diesen Praktiken. Jetzt denken Sie, sind vielleicht noch nicht ganz alles gekommen. Es ist so, da gehört noch einiges mehr dazu. Ich gebe Ihnen jetzt sonst einfach noch kurz einen Einblick, was wir jetzt nicht thematisiert haben, aber was für Möglichkeiten es sonst noch gibt in Kanban. Und zwar, da haben wir zum einen die Aufgabentypen und Swimlanes. Das sind Elemente, die uns Möglichkeiten bieten, um Aufgaben zu kategorisieren, nach Größe, nach Quellen oder auch allfällig unterschiedliche Prozessschritte auf einem Board abzubilden. Dann haben wir die Serviceklassen noch, wo noch kein Thema gesehen ist bis jetzt. Serviceklassen helfen uns, Aufgaben nach Auswirkungen, Risiken und Kosten zu bewerten. Das ganze Thema von der Metriken im Kanban kann man sehr viel messen. Wir haben das gesehen bei der Kanban, bei der Task, wenn sie reinkommen, wenn sie fertig sind. Was sind allfällig durchschnittliche Durchlaufzeiten? Es wird alles ein bisschen transparenter. Und das Interessante daran ist, die Daten kann man nachher auch nutzen, zum Beispiel zum aussagekräftigen Service Level Agreements zu machen. Und dann die Unterstützungspunkte. Einer wäre noch das Queue Replenishment Meeting. Also es gibt Möglichkeiten, die Kanban Aufgaben schon entsprechend zu priorisieren. Das macht man häufig dann in Zusammenarbeit mit anderen Teams. Und dann haben wir noch den Ansatz von den Flight Levels, sprich man kann Kanban als Team interne Methodik nutzen oder
allfällig über eine ganze Organisation und auch von verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen. Da bietet Kanban auch noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde jetzt das Wort nochmal zurück zum Andreas Neff geben, wo noch den Abschluss würde machen. Ja, super, danke, Maurus. Man sieht, also in 30 Minuten schafft man nicht ganz, alle Elemente von Kanban zu behandeln. Wir können noch ein bisschen mehr erzählen. Aber vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ja, wie man jetzt das mit angehen, wie kann man jetzt Kanban einführen oder wie machen wir das häufig bei unseren Kunden? Und ich kann sagen, wir haben so vier Basisschritte, die wir jeweils machen. Oder? Der erste Teil ist eigentlich, dass man mal schon das Know-how vermittelt, oder? Dass man mal sagt, für was steht Kanban, was kann man damit machen. Und in einem Teil, wie wir jetzt in dem Webinar hatten, häufig noch ein bisschen ausführlicher, dass man es einem Team macht, was sich das Team kann vorstellen kann. Auf was lässt sich es überhaupt ein? Und schlussendlich ist dann häufig nach dem ersten Schritt, fragen wir, muss ich das Team auch committen und sagen, ja, mal, das ist etwas, was für uns passt, das ist etwas, was wir gerne würden machen. Weil was man nicht kann, man kann eigentlich Kanban niemandem aufdoktrinieren. Wir haben gesehen, Kanban ist Teamsport, das ist eine Teamarbeit und schlussendlich muss das Team das wollen. Wenn wir das gemacht haben, machen wir häufig auf den nächsten Schritt, dass wir nachher ein Kanban-Board zusammen designen, in Form von einem Workshop. Manchmal ist es einer, manchmal sind es zwei. Und eigentlich das mal aufstellt, die heutigen Prozesse abbildet und sagt, ja, so werden wir mal starten, respektive so schaffen wir und so werden wir jetzt mit unserem Kanban-Board loslegen. Wo man nachher anfängt, ist, dass man das Board, wenn man das mal hat, auch im Rahmen von einem Workshop mal initial bestückt und das mal abfüllt mit allen Aufgaben, die jetzt im Moment eigentlich gerade am Laufen sind und hängig sind und mal schaut, wie sich das auswirkt. Häufig sieht man ja die ersten Probleme oder Engpässe oder so, die gerade auftauchen. Oder man unterhalten sich so stark schon über Priorisierung natürlich. Und der dritte Teil, von dem an, fängt man das Board eben verbrauchen, in der Praxis, im Team, geht es nachher jetzt nutzen und es weiterentwickeln. Also, wir machen natürlich nachher Stand-ups durch, wir planen Retrospektiven, wir machen dann ein Planungsmeeting. Und häufig ist es so, dass wir dann auch noch mitcoachen, oder? Dass wir in der ersten Phase Stand-ups mitmachen, dass wir helfen, die Methodik eigentlich, wirklich zu implementieren und einzuführen, dass es nachhaltig ist. Und wir wissen, so, das ist einfach wirklich nicht etwas, ist nicht ein Projekt, sondern ist etwas, wo ich mich auf eine Reise begebe. Also, ich starte und tut sich nachher nicht kontinuierlich eigentlich weiterentwickeln. Und das ist meistens so, dass man nach einem Monat, wenn man da gestartet ist, das Board häufig schon wieder ganz anders aussieht, als so, wie wir nicht gestartet sind. Und das ist so, wie wir in der Regel vorgehen. Man kann so laut die Coachen eigentlich, die Teams, wie sie kann man nicht einführen, so durch den Einführungsprozess durch und das so zu vorgehen, wie wir das jeweils machen. Ja, das noch ein zur Einführung. Jetzt sind wir echt schon am Schluss und kommen eigentlich als nächstes zu den Fragen. Vielleicht bevor wir zu den Fragen übergehen, noch ein Hinweis auf unsere nächsten Events. Wir haben, für Sie, die sich interessieren, wir haben im März noch ein Event bei uns in Sursee vor Ort zum Thema Change Management und Adoption. Es gibt das gleiche Thema rein, jetzt aber nicht unbedingt auf Kanban ausgerichtet, sondern im Allgemeinen. Wie kann ich Softwarelösungen einführen in Organisationen und welche das Mitarbeiter die gut nutzen können. Und im Anfang April haben wir noch ein Webinar zum Thema vom Intranet zum digitalen Arbeitsplatz. Also wie kann ich moderne Tools in meinem Projekt, in meiner Teamorganisation einsetzen. Ja, da kommen wir jetzt aber ehrlich schon zu den Fragen. Und ich habe gesehen, es sind doch einige reingekommen. Und vielleicht gerade da unten, die Frage ist gestellt worden, muss der Prozess in Meilensteinen oder Teil unterteilt werden? It depends, also man muss nicht grundsätzlich. Wir sehen, ein Prozess kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Im Idealfall ist nämlich genau der Prozess, den man heute schon macht, dass man den vom Board abbildet. Aber es besteht natürlich die Möglichkeit, den beliebig anzupassen und zu unterteilen. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass man den Prozess so abbildet, wie er auch effektiv läuft. Also, dass man nicht irgendetwas konstruiert, sondern so macht, wie man den eigentlich auch lebt. Eine weitere Frage, nach welchen Prioritäten werden die Aufgaben priorisiert oder übernommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Grundsätzlich ist es so, dass wir, haben wir jetzt nicht so
angeschaut habe, oder? Es ist schon entscheidend, dass eigentlich die richtigen Aufgaben, die richtigen Reihenfolge, also die richtigen Priorität behandelt werden. Und Kanban sieht eben so ein Meeting vor, also ein Queue Replenishment Meeting, wo eigentlich die Prioritäten setzt, dass man die aushandelt. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie im Scrum, wie man eine Sprintplanung macht, hat man hier so eine kontinuierliche Planung oder Priorisierung. Und im Idealfall sind halt dort alle Stakeholders, die da Interesse haben, auch vertreten und helfen vielleicht die Prioritäten machen, dass das, was auf meinem Board landet, eigentlich eben schon vorpriorisiert ist. Wir haben aber auch Fälle gehabt, wo man das nicht hätte können machen, aus organisatorischen Gründen. Und Teams zum Beispiel das selber wöchentlich zum Beispiel auf ihrem Board gemacht, dass sie einen Eingang haben. Und der erste Arbeitsschritt, den sie jeweils gemacht haben, ist eigentlich die Priorisierung der Aufgaben. Halt im Team, nach Absprache im Team. Das sind so Sachen, wie man das als Beispiel kann regeln kann. Dann ist die Frage, gibt es spezielle Software-Tools? Was kann man da empfehlen? Und das muss man auch sagen, oder? Gibt es? Genau, treffen wir sehr viele und unterschiedliche Sachen an. Also, häufig startet man halt mal mit einem Board, also mit einem physischen Board, wo man Zwang macht und mit Zetteln startet. Aber es hat halt auch Nachteile, wenn ich zum Beispiel dezentrale Teams habe, oder die verteilt sind, nicht alle im gleichen Standort sind, ist es ein bisschen schwierig und dann bin ich auf Tools angewiesen. Oder? Etwas, wo man das einfacher macht, ist zum Beispiel Trello. Das ist jetzt so eine Anwendung, die so Kanban-Ansichten erlaubt. Oder? Aber es gibt auch sehr spezialisierte Tools, die dann auch mehr Kanban-spezifische Funktionalitäten anbieten. Maurus, hast du noch eins zur Hand? Du musst schon noch mitteilen, wie die heißen. Genau, also vielleicht ganz kurz eine kleine Auswahl. Das sind wirklich Kanban-spezifische Tools, wo man auch alles rund um Kanban abbilden kann, also von Metriken bis zu KPIs und so weiter. Das könnte zum Beispiel sein Swift-Kanban, ist eins, was es gibt. Es gibt Kanban 1. Oder auch Naive ist noch ein bekanntes, was man könnte. Genau. Das sind sehr spezialisierte Tools und was die natürlich bieten, ist eben so, das kommen wir auch noch drauf auf eine Frage. Mit Kanban kann man auch sehr viel machen mit KPIs und Metriken. Für die auch zu messen, für die wir uns wirklich verbessern, wo ich mir auch besser solche Sachen, was die Tools sehr gut unterstützen. Ja, wer im Team priorisiert, ist noch eine Frage. Oft ist kein Gesamtüberblick vorhanden. Ich habe schon beantwortet, oder? Grundsätzlich Queue Replenishment Meeting vorgesehen. Häufig kann aber ein Teamarbeit sein oder es kann ein Chef sagen. Also da gibt Kanban zumindest keinen Prozess vor, wie man das kann machen. Da gibt es vielleicht Best Practice, aber es gibt keinen eindeutigen Prozess, der jetzt sagt, wie muss ich meine Aufgaben priorisieren. Vielleicht auch noch eine Frage, wie granular sollen die Aufgaben sein, oder? Was macht Sinn? Und was man vielleicht dazu kann sagen, ist, in der Regel führt man ja, wie man gesehen hat, viele Teams machen es eigentlich so, dass sie ein Daily Stand-up haben, oder? Dass man sich einmal pro Tag eigentlich das Team zusammenkommt oder halt auch virtuell zusammenkommt und eigentlich das Board bespricht, oder? Und probiert zu sagen, wo stehen wir, wo können wir einander helfen, wie können wir den Arbeitsfluss aufrecht erhalten. Und das Ziel ist natürlich, dass man dort eine Bewegung gibt. Oder? Also allzu kleine Aufgaben machen keinen Sinn. Oder? Wenn ich nur noch eine Aufgabe vom Board ans Board bringe und wieder wegnehme und schiebe, oder? Wenn das ein grosser administrativer Aufwand ist, macht das keinen Sinn. Aber es sollte so granular sein, dass ich doch einen Arbeitsfluss sehe, so pro Tag, dass sich Sachen bewegen. Oder? Und das ist so eine Granularität, die man anstrebt. Also nicht ganz grosse Blöcke, oder? Wo eine Arbeit, die 2 Wochen dauert und dann können 2 Wochen lang eigentlich drauf oben hängen, sondern Granularität wäre die, dass man diese von 1-2 Tagen kann abarbeiten kann. Das wäre so die Idee. Eine weitere Frage ist noch gekommen, zum Thema VIP-Limits, also Work in Progress Limits, gibt es auch Möglichkeiten, so eine Express-VIP-Limiten. Das geht vielleicht in die Richtung gerne. Das hängt doch ein bisschen mit Aufgabentyp und Serviceklasse, die wir jetzt nicht können anschauen können, im Webinar. Häufig ist es so, dass halt eine Aufgabe kommt, die jetzt halt einfach speziell dringend ist. Oder zum Beispiel ein System fällt aus
Und ich muss das sofort beheben, weil es sehr viel beeinflusst sind, wo man nicht weiterarbeiten kann. Und für das macht man häufig, wirklich so, mit seitdem häufig, auch so eine Express-Line, hey, oder irgendwie so einen speziellen Prozess, wo eigentlich meine Standardregeln übersteuern, oder? Wo ich kann sagen, okay, jetzt ist so ein Fall reingekommen, jetzt muss ich einfach die höchste Priorität, also das heisst eigentlich, das setze ich in meine Standardregeln eigentlich außer Kraft und dann eigentlich die ganz wichtige Aufgabe halt aufpriorisieren. Aber die Idee ist auch, dass man das so visualisiert und dort zu einem bewussten Entscheid macht, oder? In der Regel habe ich ja Regeln, wenn wird das auch so eine Aufgabe zu einem Expressauftrag. Nicht, dass ich auf einmal nur noch Expressaufträge habe, oder? Und das ist ja auch nicht das Ziel der Übung. Vielleicht darfst du noch etwas dazu sagen, Maurus, noch etwas zu KPIs. Wie lässt sich Kanban messen? Gibt es KPIs, welche sich auswerten lassen? Und vielleicht kannst du noch etwas kurz dazu sagen. Genau. Also grundsätzlich kann man sagen, also man redet da nicht von Standard-KPIs. Man kann grundsätzlich die Daten erfassen und auswerten, die einem etwas bringen im Team. Vielleicht KPIs, die man häufig tut, messen, also wir auch mit Kunden messen, die aussagekräftig sind, ist, wie viele Tasks bzw. Tickets, was man pro Tag kann, durchbringen kann, wie lang als durchschnittlich so ein Ticket geht, also was ist die Durchlaufzeit, das ist eines der beliebtesten, wo sehr aussagekräftig ist und auch wichtig ist zum Einplanen von der Aufgabe, wenn man weiss, ich habe durchschnittlich 5 Arbeitstage, um so einen mittelgroßen Task zu machen, kann man das sehr gut planen. Und dann, was wir noch, genau, das sind so eigentlich die Sachen. Man schaut, wie viele Tickets kann man abarbeiten, wie lange geht es, wie viel hat man parallel drin. Und das kann man dann wirklich Rückschlüsse ziehen mit diesen KPIs und sich versuchen, im Team nachher wieder weiter zu verbessern. Ja, genau, dort zielt vielleicht auch die nächste Frage an, die noch drauf ist. Wie schaffe ich es denn, ein analoges Board habe, die Metriken eigentlich in die digitale Welt zu überführen, oder? Und was wir häufig machen, so als ersten Schritt, oder etwas als ganz Einfaches, was empfehlen wir eigentlich auch von Anfang an, das zu machen, dass man vielleicht, wenn eine Aufgabe auf das Board draufkommt, dass ich die mit einem Zeitstempel versehen, also Datum, Zeit, und wenn sie erledigt werden, das auch wieder markieren. Und da habe ich eigentlich schon 2 Zahlen, oder, wo ich schon die Durchlaufzeit eigentlich messen kann, so als erstes. Oder? Und häufig ist es so, dass ich nachher die Zettel, die abgeschlossen sind, sammle, einmal in der Woche nehme ich die von Bord und übertrage die Zahlen nachher irgendwie häufig in das Excel rein, oder, wo man schon die Auswertungen macht, ist vom Aufwand her meistens recht sehr überschaubar und ich habe sofort gleich aber auch Wert oder, und Zahlen, die ich damit kann weiterarbeiten oder auch kann visualisieren, wie sich jetzt mein Team entwickelt. Wie gesagt, in den spezifischen Kanban-Tools, da ist das natürlich alles integriert, oder? Dort habe ich das alles automatisch dabei, aber häufig ist es halt so, dass ich das dann die Karten sammle beim analogen Board und dann die halt in einem Schritt übertragen. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Fragen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Wenn es weitere Fragen gibt oder auch Anregungen, ungeniert bei uns melden, würde uns freuen, da uns können weiter austauschen mit Ihnen und den Dialog weiterzuführen. Jederzeit willkommen. Und von dort her ja, bedanke ich mich herzlich für die Zeit, die Sie sich da genommen haben und wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten. Danke vielmals und auf Wiederhören.